Nur, dass die nicht droppen, das weiß ich nicht. Deswegen werde ich einfach mal selbst ein Item reinwerfen und gucken, ob die kaputt gehen oder nicht. So, dann habe ich hier jetzt mal ein paar Cobblestones und in allen schönen Winkeln, wie die hier beliebt. Ich hatte, glaube ich, irgendwie 34, die müssen auch gucken, ob ich alle ankommen. Da liegt der ganze Shit. Er geht hier durch und Cobblestone kommt schon an. Da bleibt aber auch was hängen. Okay, alle 435 sind angekommen. Das heißt, die gehen nicht kaputt, wenn die da durchgehen. Das lag dann wohl daran, dass die nichts gedroppt haben. Diese Mistviecher. Na, wo bin ich? Klar. Mal gucken, ob ich in der Zabus. Der Mond bewegt sich gar nicht. Nun gut, mal gucken, ob ich noch ein Monster anlocken kann, noch ein paar. Um meiner Prognose einen Ende zu bereiten. Oh, da ist ein Skeletto. Du kannst gerne mal kommen. Ich brauche dich. Can you help me? Hä? Wo ist er? Da. Ja, dann komm doch auch. Also echt mal hier. Steckt irgendwie fest oder so. Ja, es geht da hier rum auch noch, oh Gott. Na komm doch. Ja, lösch dich im Wasser. Kann mich. Geht doch, endlich. Ich glaube, der hängt da gerade im Wasserstrahl fest oder so. Da ist er gerade am Sterben. Also meine Vermutung ist, er ist noch etwas zu hoch. Also hier vorne werde ich mal was machen gegen. Das heißt, ich werde hier mal und danach werde ich auch direkt hier mal. Gut, so, ich müsste es ja eigentlich hinhauen. Gut. Aber, hier. Also es ist wichtig, dass da ein Block ist. Ansonsten stehe ich da mit nassen Füßen. Okay, warum kann ich da nichts hinsetzen? Egal, ich bin nicht direkt. Oh, unter der Lava. Jetzt werde ich noch mal ein paar Viecher anlocken. Falsche Richtung oder falscher Ausgang. Der Mond ist mittlerweile weg.
irgendwo. Er sollte. Oh nein, ich muss. Sonnenaufgang. Ich hoffe, ich kriege noch ein Viech. Gut, gut, gut. Ja, komm her. Ich soll einfach nur herkommen und hier reinfallen. Das sind sogar zwei. Ja, komm. Oh Gott, Hilfe. Der ist drin. Der ist auch drin, gut. Puh. Die haben mich aber jetzt ganz schön in die Mangel genommen. Die sind auch schon gestorben und... Pfeile? Oh, da ist er. Die Gegenstände gehen wirklich kaputt. Warum klappt das bei Gronkh und bei mir nicht? Das regt mich ja jetzt sowas von auf. Oder vielleicht kann ich das sogar verhindern. Moment mal, wenn ich... Wenn ich hier über dem einen Stein hinpacke, also einen Einstein, versteht ihr, so einen Professor dahin packe, dann dürften die ja nicht so hoch springen können. Und dann bin ich halt eigentlich ja möglicherweise auf der sicheren Seite. Guck ich mal. Ich war auf hier hin und versuche rüber zu springen. So hoch komme ich gar nicht. Das heißt, die können auch nicht da oben in der Luft irgendwie sterben. Ich glaube, so hat es auch der Gronkh gemacht. Ach ja, diese schöne Wand hier, die mich hier runter drückt und weg ist sie. So. Ja, das kann ich ja jetzt nicht schön präsentieren, weil es keine Monster da sind. Monster! I don't find a monster. Do you like my shit? Finde ich jetzt aber äußerst... Boah, gut, komm. Ich mach dir auch den Weg frei. Dich führe ich jetzt zu mir. Und nicht explodieren. Ja. Wo lang da? Gut, 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 gut. Und weg ist er. Also ich da sieht man mal, Skelette sind wesentlich schlauer als Creeper oder Spinnen oder generell. So, der ist gestorben und. Und da, er hat was gedroppt. Ja, das war die Lösung. Die Lösung ist also über der Lava, also einen über der Lava einen Stein zu packen. Damit sie nicht über die Lava springen, dann in der Lava auch sterben. Also das heißt, dass die beide, die müssen nämlich noch, die dürfen nicht in die Lava geraten. Ansonsten gehen ja die Dinger kaputt. Also die Items. So. Jetzt haben wir hier den Metzger, also den Häcksler, gebaut. Und ja. Jetzt werden wir... Was werden wir denn so? Ich weiß nicht, was werden wir? Ja. Jetzt werden wir hier drüber den Darkroom bauen. Und dafür brauchen wir Cobblestone. Das wird in der nächsten Folge machen. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Und ja. Ihr wisst ja schon mal, wie man den Häcksler baut. Den Darkroom, den kann man auch noch zusammenbauen. Das wird aber wesentlich langweiliger. Eben deswegen, weil wir da, ja, weil da einfach nur einen riesengroßen Raum. Schwarzen Raum bauen werde. Das, da werde ich also nicht reden. Ich werde einfach nur ein bisschen von meinen selbst gespielten Liedern dran einspielen. Und ja, dann vielleicht gefällt euch das ja. Und ja. Dann werde ich jetzt mal kommentiert, abonniert und ja, baut schöne Fallen. Bye.